Hallo, liebe Freunde von Renate Bergmann. Da sind wir mal wieder mit einem Videotagebuch. Wir haben ja versprochen, wir melden uns immer, wenn es was Neues, was Interessantes, was Spannendes gibt, was hinter den Kulissen um Renate Bergmann herum passiert. Und heute, am 9. Juli 2018, ist es soweit. Wir gehen jetzt ins Tonstudio, wo die Carmen Maya Antoni heute und morgen das neue Hörbuch aufnimmt. Das da heißt, ich habe gar keine Enkel. Ich würde euch gerne schon das Buch in die Kamera halten oder sogar das Hörbuch. Aber soweit ist es noch nicht. Wir arbeiten da noch dran. Wenn ihr euch dafür interessiert, was das für ein Prozess ist, wie so ein Buch entsteht, auch darüber haben wir schon mal ein kleines Filmchen gemacht. Wir stellen euch das gerne unten nochmal in die Infobox. Ja, und ich freue mich jetzt total darauf, die Frau Antoni kennenzulernen. Man kennt sie nur aus dem Fernsehen und legt ein bisschen die Hände an die Hosennaht, wenn man so einer Person dann vielleicht gleich gegenüber steht. Ihr kennt sie sicherlich auch aus dem Fernsehen. Sie hat da ganz viele Sachen gemacht. Sie hat Mord mit Aussicht gemacht. Sie hat die Sekretärin von Iris Berben in Rosa Rot gespielt. Und sie hat auch die Schwester von Horst Krause gespielt. Und umso mehr freue ich mich, dass so hochkarätige Schauspielerin sich nicht zu schade ist, auch die Renate Bergmann zu sprechen. Und ich bin total gespannt darauf, sie jetzt gleich kennenzulernen. Und ich würde vorschlagen, ich rede jetzt nicht mehr lange. Wir sind hier, um sie kennenzulernen. Ich drehe mich jetzt mal um und wir gehen jetzt mal rein. Denken Sie nicht, ich hätte nicht auch ein bisschen Angst gehabt? Gertrud und ich sprachen in der Bank jeden Tag laut darüber, dass Norberts Großvater früher bei den Grenzern gewesen ist und ein hochdekorierter Stasi-Chef verhunt war. Und dass sein Bruder von Norbert als Drogenspürhund schon 2 Tonnen Kokain am Flughafen erschnüffelt hat. Ja, so spazierte ich jeden Tag mit Gertrud und Norbert zur Sparkasse. Ließ mich mit großem Auftritt. Genau, dreht es mal an und dann haben wir mich. So spazierte ich also jeden Tag mit. Dann haben wir wieder besser den Anschluss. Dann hast du nicht immer Schlotte gesagt? Oder Schlotte. Schlotte. Ja, Schlotte haben wir gesagt, Schlotte, ne? Aber nicht. Die war auch mit. War die nicht mit 2 Ds geschrieben? Oder Schlotte? Die alte Schlotte. Na, nehmen wir sie. Wir sagen Schlotte. Ich wollte Auto fragen. War die mit 2 D? Nee, nee, oder? Mit einem D. Aber Schlotte. Wir haben immer Schlotte gesagt, das weiß ich. Hm? Oder? Ich bin ja, wir haben Schlotte sicher. Gesagt, um Schlotte. Die runter. Genau. Die ist doch immer so dämlich angekommen. Ja. Also. Ist sie nicht Schlüter? Als. Nee, okay. Schlüter ist okay. Als wir in dem Parkcafé mit Cornelia Schlotte, der Kindergärtnerin und Chorleiterin, sitzen sahen. Das war unser Pensum für heute. Bis seit 68 wollten ja. Wir kommen. Super. Und wir waren Warnemünde habe ich die Kreuzfahrt gelesen. Ach, das passt natürlich. Ne? Und dann habe ich in Köthen habe ich gelesen, Blümchenkaffee? Blümchenkaffee? Blümchenkaffee habe ich mir eine Fassung gemacht. Ja. Und dann, oh, ich habe schon wieder 3 Anfragen für Online-Oma. Ach, krass. Ja. Ja, wir sind ja auch unterwegs. Schloss Stolpe, Warnemünde. Ja. Ja, die wollten alle Online-Oma. Und ich war ganz verblüfft. Ja, super. Ich habe dann erstmal schnell Sophie gefragt, gib mir mal schnell was zu lesen. Dann habe ich mir eine Lesefassung von 1:05 gemacht oder von 1:10. Habe ich mir in der Mitte sowas rausgerastet. Also Anke Siebken und ich, wir machen das ja auch. Wir machen das für jeden Buch. Und sie kommt ja vom Theater, die macht das dann mit Perücke und richtig mit Kostüm. Und sie hat dann, weil sie es am Theater gespielt hat, gibt es ja auch ein Theaterstück vom ersten Buch. Ich bin da hat sie dann eine Einleitung von 1/4 Stunde, die sie dann die Figurenvorstellung macht mit dem iPhone, wo sie dann so die Leute vorstellt. Dann ist man drin und dann kommt halt eine Lesung von 1 Stunde und insgesamt 1:15 und ohne Pause. Ja. Und es funktioniert auch super. Wir haben so viele Anfragen, wir können gar nicht alles machen. Und da bin ich als Autor dann immer mit und erzähl so ein bisschen. Ich habe jetzt zu meinen Lesungen, zu meinem Buch, habe ich dann immer die Online-Oma mitgenommen. Das hat sich gut verkauft. Das Witzige, ich habe bei Sophie eine riesige Menge bestellt. Also es geht hier weg wie Semmeln. Ja. Das Witzige ist, wir waren mal auch mit dem Steven in Kognito mit versteckter Kamera in einer Lesung. Ja. Renate Bergmann, da hat ihre Schwester Angelika Böttiger gelesen. Ach, Angelika Böttiger? Das fand ich so witzig. Ich denke so, da schließt sich doch auch wieder ein Kreis. Ja, na klar, herrlich. Verrückt, ja, mit der habe ich gerade gedreht, die Krause hier. Gerade Krause gedreht, ja. Ach, wunderbar. Ich finde, Krauses Hoffnung haben wir gerade gedreht. Ich finde das so ganzen witzig. Monat. Das ist so, doch, schön. Ich freue mich, wenn es weitergeht, wirklich. Ich finde es aber auch schön, wenn man das nicht so wie als Serie, dass es irgendwie so bam, 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 sondern dass es immer so ein Highlight ist. Und ja, so eine Geschichte. Dann auch, wo man sich dann auch Zeit nimmt, wo es dann auch ordentlich wieder gut klappt. Schön. Nee, da sind wir, habe ich unter falschem Namen Tickets reserviert. Und dann sind wir dahin mit der kleinen versteckten Kamera. Und dann haben wir sie überrascht zum Schluss. Dann habe ich gesagt, also übrigens, ich bin der, der die Bücher schreibt. Das ist fast umgefallen vor Schreck. Das war dann ein schöner Kick zum Schluss. Ja. Und Ihnen macht das Spaß? Ja. Merkt man. Ganz schön, ja. Nee, schön. Inzwischen
bin ich da reingeschlüpft. Das war damals so ein bisschen natürlich durch Marie. Ja, kann die man nehmen. Ja, klar. Wir waren Kollegen ja beim Film und beim Theater zusammen, und ganz lange. Ich weiß nur, ich hatte damals gefragt, wie. Und da habe ich ja dann so praktisch ausgeholfen mit der ersten Folge, damit ihr produzieren könnt weiter. Und jetzt ist es natürlich, habe ich es mir genommen. Ja, das ist aber so schön. Also ich freue mich so. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt, aber den sollte ich vielleicht jetzt nicht sagen, denn wenn die Kamera läuft oder so. Wir schneiden das dann raus, wenn es zu schlimm ist. Es ist manchmal zu viel Süddeutsch. Viele, naja, viele Begriffe, die es in Berlin nicht gibt. Wir haben ja jetzt auch geändert. Also es gibt einfach so, es gibt Schnapssorten und alles, was Brotsorten und Gespräche und Karnevalsleute, die man nicht kennt, die erwähnt werden. Also es gibt, und es ist berlinerisch. Wir sind ja jetzt berlinerisch. Also ich habe eigentlich, ich höre sonst immer, das ist ja, berlinerisch, das kennen wir hier nicht. Süddeutsch, habe ich ja gar keinen Bezug zu. Aber es sind ganz viele Begriffe, heute haben wir auch wieder 5 Stück gefunden, die sind überhaupt nicht berlinerisch. So Ausdrücke. Und manchmal machen wir es uns, aber wir haben ja von euch die Erlaubnis, dass wir mitarbeiten dürfen. Und dann mache ich einfach und sage, in Berlin sagt man so und so, dann machen wir das, nicht? Ja, ich finde das toll, wenn es anfängt zu leben. Ja. Weil sie machen es ja durch ihre Art zu interpretieren lebendig. Ich habe eben hier auch schon wieder grinsen müssen. Das ist so, für mich ist es so, wenn der Text dann fertig ist, dann ist er auch weg. Dann habe ich quasi fast vergessen, was ich geschrieben habe. Ja. Und wenn ich es jetzt dann höre, wie es dann gesprochen klingt, so, muss ich selber lachen über die Gags teilweise. Ja. Das ist so verrückt und so. Ja, ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr wieder mit zugeschaut habt. Das war's auch schon. Kurz und schmerzlos. Wir haben Frau Antoni getroffen, wir haben sie bei der Arbeit beobachten dürfen. Wir waren eben gerade noch einen Kaffee trinken, haben uns über die Arbeit ausgetauscht. Sie hat mir ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben. Das rattert jetzt gerade bei mir. Da wird noch viel passieren in Zukunft. Freut euch einfach drauf. Es ist bald soweit, das neue Buch kommt, das neue Hörbuch kommt. Wir werden richtig viel Zinnober machen. Es wird auch ein Gewinnspiel zum Hörbuch geben, aber genaueres und detaillierteres dazu später. Vielen Dank, dass ihr mit zugeschaut habt und bis bald. Ciao.